Die Pressekonferenz von Frisch auf Göppingen wird Ihnen präsentiert von TeamViewer. Sicher, skalierbar, leistungsstark. So, liebe Handballfans, liebe Frischauf-Fans, herzlich willkommen zum heutigen Mediengespräch vor dem Heimspiel, vor dem Derby gegen die HBW Balingen-Waldstätten. Da freuen wir uns am Donnerstag auf ein schönes Nachbarschaftsduell hier in der EBS-Arena. 19 Uhr Anwurf. Vorher, die Herren, müssen wir aber natürlich auch noch mal ein bisschen zurückblicken auf zwei Themen. Aber ich freue mich, dass dabei sind Christian Schöne als sportlicher Leiter, Cheftrainer Markus Bauer. Und da freue ich mich ganz besonders, unser Youngster im Tor, schon auch starke Leistungen dieses Jahr gezeigt in der Liga, letztes Jahr auf internationalem Parkett, Julian Buchele. Schön, dass du da bist. Premiere heute, Julian, machen wir ganz locker, oder? Auf jeden Fall. Also ich freue mich, dabei zu sein. Sehr schön, sehr schön. Hört man auch mal gerne, wenn sich jemand freut, hier bei uns zu sein. So, Gern, bevor wir über Erlangen, über Sportliche sprechen, das war das eine Thema, wenn man zurückblickt aufs vergangene Wochenende oder der Freitag. Dann gab es am Samstag noch die Meldung, die Pressemitteilung von Vereinsseite aus, dass der Vertrag von dir, Markus, im kommenden Jahr nicht verlängert wird, Christian. Die Pressemitteilung, wie gesagt, dann am Samstag. Da wäre es natürlich schön, wenn wir von euch auch eine Einschätzung dazu bekommen. Markus, gerne. Ja, steht ja alles drin in der Pressemitteilung. Also gibt eine Umstrukturierung, Neuanfang und man ist zu dem Entschluss gekommen, dass man das eben mit einem neuen Trainer macht. Und insofern steht das alles drin, was da steht. Dann lassen wir es auch so stehen. Ja, genau. Es ist so passiert, eine Entscheidung trifft man in diesem Geschäft und die versteht nicht immer jeder, aber Entscheidungen müssen getroffen werden und dazu ist der Christian jetzt auch da oder könnt ihr andere befragen, warum, weshalb, wieso. Genau, wir haben ja heute auch, da freuen wir uns, dass der Rama da ist, Rainer Meyer, vielleicht kommt er nachher auch noch eine Nachfrage, aber da warten wir mal ab. Jetzt machen wir erstmal weiter, Christian, auch von dir eine Einschätzung noch zu dem Thema. Ja, wir haben ja vor der Saison letztendlich auch uns so committed, dass wir uns, was den Kader und natürlich auch die Trainerposition anbetrifft, ein Stück weit auch Zeit lassen werden, die Großteil der Hinrunde anzugucken, die Entwicklung uns anzuschauen. Und das haben wir jetzt über weite Teile der Hinrunde gemacht, haben anschließend rund um unsere Aufsichtsratssitzung auch eine eingehende Analyse gemacht und sind am Ende der Analyse dann zu der Entscheidung gekommen, dass wir in der kommenden Saison eine Veränderung, ja, auch auf der Trainerposition, es wird auch einige Veränderungen im Kader geben, auch auf der Trainerposition möchten. Markus hat es gesagt, solche Entscheidungen gehören dazu. Eine Entscheidung, die sicherlich für uns auch nicht einfach war, insbesondere, weil wir uns schon sehr, sehr lange kennen, weil wir menschlich einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Draht zueinander haben. Und das ist am Ende des Tages dann nicht einfach gewesen. Ich muss aber auch Markus ein Kompliment machen jetzt. Die letzten Tage waren für ihn sicherlich sehr intensiv mit dem Spiel gegen Erlangen, auch mit der Entscheidung und auch der damit, und das muss man ja auch akzeptieren, mit der verbundenen Enttäuschung, hat er sich sehr, sehr professionell verhalten, sehr korrekt verhalten und die Mannschaft dann auch gut auf Erlangen vorbereitet. Leider konnten wir es dann auf dem Feld nicht umsetzen, ja. Ja, dann bleibt man da auch gleich dabei, wechseln wir zum Sportlichen zurück. Schauen wir auf dieses Erlangen-Match, das ja lange dann auch hin und her ging. Am Ende sind es auch diese zwei Tore. Wie fällt da das Fazit aus nach dieser Partie? Ja, ich finde, wir kommen super in die Begegnung. Haben gut verteidigt, den Gegner ein bisschen zu technischen Fehlern auch gezwungen. Führen 8-3, haben bis dahin vielleicht sogar ein bisschen Pech mit zwei, drei unglücklichen Entscheidungen, können aus meiner Sicht vielleicht sogar 10-3, 11-3 führen, dann wäre das Spiel vielleicht in eine ganz andere Richtung gegangen und anschließend, finde, in dem Moment, wo wir anfangen dann auch zu wechseln, kommt ein bisschen ein Bruch ins Spiel, Erlangen kommt dann besser auf und dann passieren uns im Spielverlauf insgesamt zu viele technische Fehler, wobei man auch sagen muss, dass wir 3-4
Stürmerfouls bekommen, die jetzt nicht unbedingt welche sind, was ein bisschen Hektik ins Spiel bringt. Auf beiden Seiten muss man aber fairerweise sagen, also das war für beide Seiten ja nicht ganz einfach, sich dann darauf einzustellen, und wir haben es einen Tick schlechter gemacht letztendlich dann als die Erlangener und haben gerade dann in der Crunch-Time, in der Schlussphase den einen oder anderen einfachen Fehler zu viel gemacht. Ich finde aber auch in der Schlussphase in der Abwehr nicht mehr die Konsequenz gezeigt, wie wir sie vorher hatten. Wenn wir das hinbekommen, ist es durchaus möglich, dort was mitzunehmen. Und das war, wenn man den Spielverlauf anguckt, definitiv möglich. Aber am Ende des Tages stehen 17 technische Fehler bei uns in der Statistik. Wenn wir ein paar Stürmerfouls abziehen, sind es trotzdem am Ende des Tages zu viel, um dann ein Auswärtsspiel zu gewinnen. Markus, auch von dir noch eine Einschätzung. Schade, weil das Spiel davor gegen Hannover, dieses Heimspiel, das hat so viel Spaß gemacht, mit 7 hier zu gewinnen und auch so zu performen. Und was hat dann deiner Meinung nach im Gegensatz zum Hannover-Spiel in Erlangen dann gefehlt am Ende? Ja, das war schon das, was Christian gerade beschrieben hat. Natürlich war Hannover eine richtige Top-Leistung für uns. Dann haben sich ja auch die Ereignisse, also war ja schon vor dem Spiel ein Thema natürlich. Die Mannschaft hat es auch gewusst. Vielleicht hat das nachher auch noch eine Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz war wirklich unser Start. Erste Halbzeit führen wir mit einem und müssen locker. Also wir waren einfach 4-5 Tore besser als die. Die Umstände hat Christian gerade so ein bisschen beschrieben. Wir haben uns dadurch auch aus der Ruhe bringen lassen. Vielleicht dass die Abwehr in der zweiten Halbzeit nicht mehr so kompakt war, lag auch mit dran, dass natürlich durch zweimal, dass Josip Saric zwei Minuten kriegt für was ein normales Foul ist. Also, und bei einem hat er sich dann noch ein bisschen beschwert und hat dadurch doppelt zwei gekriegt. Und das hat natürlich uns wehgetan, ja, weil Josip dann, weil wir dann einfach auch im Innenblock nicht mehr so variabel sind, wie wir das eben im Hannover-Spiel waren. Da konnten wir das gut ausgleichen und dann hat diese Kompaktheit, dann haben wir ein bisschen die Linie verloren und die Kompaktheit war weg und dann am Schluss, dann macht der eine eins und der andere wirft eben neben das Tor oder macht einen Stürmerfoul. Und so entwickeln sich dann Spiele eigentlich, dass nachher die Mannschaft, die fast schon auf dem Rücken lag, am Ende mit 2 Punkten dasteht. Und da haben wir dazu beigetragen, dann natürlich auch selber. Genau, damit machen wir da den Haken drunter. Wir wollen vorausschauen aufs Derby und vor allem aber auch über dich noch ein bisschen sprechen, Julian. Du bist mit Zweitspielrecht gerade unterwegs vor Horkheim. Ich glaube, für dich ein ideales Modell. Ich habe es vorher auch schon mal gesagt. Letztes Jahr in der European League dann auch schon Einsatz gehabt und Paraden gezeigt. Tolles Spiel. War dann auswärts, ja, da hast du die Fans ja echt begeistert und dann auch hier schon in der Liga gezeigt, was du drauf hast. Wie gut ist dieses Modell jetzt gerade für dich? Ich glaube, das ist genau das Beste, was ich überhaupt machen könnte jetzt in der Situation. Ich bekomme super Spielzeit in der super Liga, in der dritten Liga, beim stabilen Team, in einem guten Umfeld und kann hier noch mit Trainingsqualität und zusätzlich auch mit Spieleinsätzen mich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist genau für meinen jetzigen Stand der Karriere genau das Richtige. Mit Dragos Trainer kennt man hier, dann hast du ja auch noch Mitspieler, die man kennt. Ich glaube, Horkheim passt auch so vom Verein ganz gut zu Frisch auf, oder? Ja, auf jeden Fall. Das hat sich ja in der Vergangenheit schon gezeigt. Oskar war auch schon letztes Jahr da habe ich nur Gutes gehört. Und auch der Basti kommt aus dem Verein. Und deswegen war das eine gute Entscheidung, genau dahin zu gehen. Jetzt bist du natürlich auch schon mit dem Bundesadler auf der Brust unterwegs gewesen bei den Jungen. Jetzt kommt dann dieser nächste Step, auch altersmäßig. Das sind die Highlight-Matches. Also auch da hast du ja den Jungs auch schon bei Turnieren geholfen. Also ich glaube, das sind auch Spiele, dafür lebst du auch, oder? Auf jeden Fall. Jeder möchte natürlich irgendwann den Adler auf der Brust tragen. Und durch die letzten Turniere konnte ich das schon. Und das hat mich natürlich auch mega stolz gemacht. Und da möchte ich auf jeden Fall dranbleiben, dass es auch so bleibt. So, und jetzt blickt man mit dir aber natürlich auch raus aufs nächste Match. Tabellen 15, da wollt ihr nicht gerne sein. Du bist dann auch immer im Training dran, oder dran an den Jungs. Jetzt kommt der Tabellen 18, den man nicht unterschätzen darf. Der hat gut losgelegt und zuletzt allerdings dann nimmer gepunktet, Balingen. Hat aber auch Gegner gehabt, gegen die müssen sie auch nichts holen. Also man ist schon gewarnt. Man weiß, was das für Matches sind gegen Balingen, oder? Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch ein Duell in der Region und da ist natürlich nochmal extra Feuer drin. Und die darf man auf keinen Fall unterschätzen, das haben sie schon mehr als gezeigt.
Und wie schafft er das, dass es genauso wird, wie er vorgehört? Hannover, hat der Coach gesagt, war richtig gut. Wie schafft er das, dass er da anknüpfen könnte? Ich glaube, die ganze Mannschaft, die brennt auf solche Spiele wie auf alle Spiele. Und ich habe da ein gutes Gefühl, wir sind auf jeden Fall besser und werden auch da so Bestes geben. Und die Punkte dann hier behalten, oder? In der EWS Arena. Das ist die klare Ansage. Markus, das hört man auch gerne. Das muss auch das Ziel natürlich sein gegen Balingen. Wobei, gegen die Gallier von der Alp, das sind schon immer intensive Auftritte. Es gibt keine leichten Spiele in dieser Liga. Das sehen wir ja dieses Jahr wieder mal, dass alles sehr eng ist. Aber Balingen ist immer lange dabei, ist immer lange dran, ist alles eng. Spielen einen sehr emotionalen Handball, auch über eine sehr aggressive, harte Abwehr, mit vielen Emotionen, sind bereit, hohes Tempo zu gehen. Und im Angriff ist es eben das Schwere, weil viele lange Angriffe gespielt werden und das aber immer in jeder Situation mit einer gewissen Gefährlichkeit, sodass man jetzt nicht sagen kann, die spielen immer das genau so weiter, sondern manchmal gehen die Angriffe ziemlich lang. Ja, wie haltet ihr dagegen aus eurer Sicht und wie sieht es auch personell aus? Wie sieht es da momentan aus bei dir? Boah, ja, wir werden wieder wahrscheinlich auf Rechtsaußen oder nicht wahrscheinlich, ja, auf Rechtsaußen, weil der Franco Lastro nicht spielen können, hat sich am Montag im Training verletzt. Ansonsten ist aber Andi Flotmann wieder dabei. Dem Gossner wird dabei sein, sodass wir wieder einen aus der Jugend dabei haben, der natürlich dazu beiträgt, dass so Leute wie wenn Julian, Tim, Walleabt mitspielen, das macht eben auch was mit den Zuschauern, das macht was mit der Stimmung. Und das, wir werden sehen. Der hat ein überragendes Spiel gemacht jetzt gegen Lemgo in der A-Jugend-Bundesliga. Mal gucken, ob er ein paar Einsatzzeiten kriegt und das auch machen kann. Ja, wir wollen wieder über unser Spiel. Ausschlaggebend wird sein, wirklich, wie wir decken, wie wir die Torhüter mit ins Spiel nehmen, damit wir wie gegen Hannover eben auch aufs Tempo drücken können und einfache Tore erzielen können. Und wenn man das, wenn man da eine Überhand hat gegenüber Balingen, dann ist es schon eine große Prozentzahl, die dafür spricht, dass man dann auch das Spiel gewinnt. Sehr schön. Christian, weil wir es gerade gehört haben, nochmal zu dem Thema, wenn wir hier so einen Youngster sitzen haben und Markus hat es gerade auch so schön gesagt, es macht auch was mit den Zuschauern, wenn die hier Einsatzzeiten bekommen. Ja, tut schon gut, wenn welche aus dem eigenen Nachwuchsleistungsbereich da reinrutschen, oder? Absolut, und das ist ja auch seit einiger Zeit unser Ziel, wird es auch in Zukunft bleiben und kann auch sagen, dass wir in die Richtung das auch noch intensivieren werden. Ich glaube, dass wir im Jugendbereich derzeit auf dem besten Niveau sind, was wir jemals hatten. Ich glaube, das ist nicht untertrieben, sondern wir sind in der A-Jugend sehr stabil, B-Jugend macht einen guten Job und auch die Jahrgänge darunter sind sehr, sehr vielversprechend. Wir haben aktuell jetzt mit Julian und Elias zwei Juniorennationalspieler, die wir betreuen. Wir haben in den Mannschaften darunter einige Spieler, die hier im DHB-Stützpunkt-Training teilnehmen, betreuen darüber hinaus 17 HBW-Kaderspieler. Das ist schon sehr, sehr interessant und dann irgendwann auch die logische Folge, dass Spieler wie Julian oder Tim oder wie sie alle heißen, dann letztendlich auch die Einsätze oben bekommen. Dann geht es natürlich darum, dass die Entwicklung weitergeht von den Jungs und sie dann letztendlich den entscheidenden Schritt eben auch machen. Da sind die Jungs aber gut dabei und klar macht das was mit den Zuschauern. Also allein der Block hinterm Tor, wo die ganzen Nachwuchsspieler sitzen, wird voller und voller, weil die natürlich diese Identifikation dann eben auch leben und spüren. Und das ist schön zu sehen, in die Richtung wollen wir auch weitermachen, weil es gut zu unserer DNA passt. Und wäre natürlich schön, wenn der Tim vielleicht morgen auch zu einem Heimsieg beitragen kann. Genau, guck mal, oder Sie können gerne vorbeikommen und schauen, ob es da Einsatzzeiten gibt. Und weil wir gerade schon bei dem Spiel sind, abschließend noch. Weil wir übermorgen. Entschuldigung, ja, Sie sind schon näher am Spiel dran. Ja, genau, ja, ihr seid schon heiß drauf. Also das Spiel ist am Donnerstag, müssen wir nochmal darauf hinweisen, nicht, dass morgen hier welche in der Halle stehen. Da trainiert ihr, oder? Dann könnte man beim Training kurz mal reingucken, aber... Da war das Training schon vorbei, wenn die kommen. Okay, alles klar. Also dann kommen Sie lieber am Donnerstag auf 19 Uhr. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu dem Spiel, Christian. Was erwartest du da vom Match gegen Balingen? Und bevor wir dann gerne Rama
falls du Fragen hast, dann zu dir kommen. Ja, es ist ein Derby. So viel mehr muss man nicht sagen. Ich finde, wir haben im letzten Derby gegen Stuttgart enttäuscht, haben in die Derby-Richtung somit noch was gut zu machen. Dann ist es ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die ja gar nicht so weit weg steht von uns aktuell. Und allein das birgt ja schon eine Menge Brisanz, zeigt auch, dass da natürlich einiges an Druck drauf ist auf der Begegnung für beide Mannschaften logischerweise. Und ich erwarte tatsächlich auch ein kampfbetontes Spiel, wo wir allerdings trotzdem versuchen müssen, neben der Leidenschaft auch unsere Qualität aufs Spielfeld zu bringen, wie uns das ja auch gegen Hannover gelungen ist. Wenn wir das hinkriegen, glaube ich, dass wir die bessere Mannschaft sind und eine gute Möglichkeit haben, das Spiel zu gewinnen. Markus hat es aber auch angesprochen, die Balinger haben zuletzt auch gegen Top-Mannschaften, egal ob jetzt gegen Melsungen oder gegen Magdeburg, das Spiel sehr, sehr lange offen gehalten. Auch beispielsweise über ein 7-6, was mitunter sehr, sehr unangenehm sein kann. Von daher erwarten uns verschiedene Aufgaben, da müssen wir gut drauf vorbereitet sein. Nichtsdestotrotz bleibt das Ziel ein Heimsieg. Dann war es das von meiner Seite. Vielen Dank, die Herren. Und ich schaue nach unten und wie gesagt, freue mich, Rainer, dass du da bist. Und ja, genau, der Griff zum Mikrofon, dann bist du dran. Ja, guten Tag. Speziell jetzt zu dieser Derby-Situation, württembergisches Derby, Christian. Der Julian hat es gesagt, die Mannschaft brennt. Du hast gesagt, du warst enttäuscht, ein enttäuschendes Spiel gemacht in Stuttgart. Jetzt meine subjektive Meinung war, die Mannschaft hat nicht gebrannt in diesem wichtigen Derby in Stuttgart. Hier geht es auch ein Stück weit, meines Erachtens nach, um das Renommee von Frischhof Göppingen mit 9-facher Deutscher Meister, 6-facher Europapokalsieger. Der TV Bittenfeld hat keine Erfolge aufgestiegen, nehmen wir mal so hin, Frischhof auch schon, kein Thema, aber im Vergleich Balingen genau die gleiche Situation. Wie gehst du speziell als sportlicher Leiter damit um? Gehst du mal zur Mannschaft jetzt in diesem Fall und sagst, Leute, so wie ihr in Stuttgart agiert habt, kann es heute nicht sein. Ist da nochmal eine besondere Ansprache da? Weil ich hatte den Eindruck, dass die Spieler offensichtlich dachten, das ist ein Spiel wie gegen Zwetschgen Mombach nicht so wichtig. Hier geht es ums Renommee und die Frischhof-Fans, das wisst ihr selber, sind stolze Fans. Sie sind stolz auf Frischhof Göppingen und wenn dann sowas passiert wie in Stuttgart, dann sind sie stinkesauer. Wird das der Mannschaft vermittelt? Ja, also als erstes Mal, Rama, an der Stelle auch, freut mich, dass du wieder da bist. Schönes Zeichen, dass du in der Frischau-Familie wieder dabei bist. Das ist erstmal gut. Ja, also wir haben das thematisiert, selbstverständlich. Zwischen den Spielen Stuttgart und Hannover haben einige Gespräche stattgefunden, insbesondere auch mit Hinblick auf die Mentalität. Uns ist das bewusst und deswegen war auch die Enttäuschung da, nicht nur über die Leistung, die wir spielerisch gebracht haben, sondern tatsächlich, weil wir das Gefühl hatten, dass die Mannschaft eben nicht die 110% gebracht hat, wie wir sie im Derby brauchen. Und das haben wir thematisiert. Ich glaube, dass man dann auch gegen Hannover eine entsprechende Reaktion gesehen hat. Für uns geht es aber darum und auch in der Entwicklung der Mannschaft, dass wir es schaffen, neben der spielerischen Leistung auch dieses Mentalitätsthema regelmäßig abzurufen und dass eben nicht jedes Mal der sportliche Leiter oder dann auch zusätzlich noch der Geschäftsführer oder wie auch immer vorher eine Ansprache halten muss, sondern dass wir es tatsächlich hinbekommen und die Aufgabe haben wir jetzt auch gegen Balingen, weil es genau so ist, wie du sagst, und da gebe ich dir zu 100% recht. Die Frischhof-Fans erwarten das zu Recht, dass sich jeder zerreißt und dann ist es auch mal verzeihbar, ein Spiel zu verlieren. Und das müssen unsere Tugenden sein, muss unsere Mentalität sein. Und dann haben wir auch ein Publikum, was das wahrnimmt und was das durchaus auch mal entschuldigt. Ja. Wie schätzt du jetzt die Situation ein, Christian? Der HBB Balingen hat eine ähnliche Situation, auch wie bei Frischhof Göppingen. Am Ende der Saison wird der Trainer der jetzige gehen. Das ist mit Pürkle auch nicht anders. Was meinst du denn, welche der beiden Mannschaften, eure oder die von Balingen, gehen mit dieser Situation um? Ist ja dieselbe Situation. Wie schätzt du das ein? Das ist schwer einzuschätzen. Also ich finde jetzt nicht, habe es vorher angesprochen, finde jetzt nicht, dass es bei uns in irgendeiner Weise einen Knacks gegeben hat. Wir sind auch ins Erlangen-Spiel sehr gut reingekommen, haben da eine ordentliche Anfangsphase gespielt und ich glaube, dass alle, sowohl unsere Mannschaft als auch die Balinger Spieler als auch Trainer mit der Situation sehr professionell umgehen. Markus ist ein Sportsmann,
seit vielen Jahren in dem Geschäft dabei und als Leistungssportler will man grundsätzlich Spiele gewinnen. Das ist bei uns so und das wird den Balingern genauso gehen. Von daher geht es darum, maximal fokussiert in die Begegnung zu gehen. Betrifft ja letztendlich auch im Kader den einen oder anderen, wo es dann, was ja auch ganz normal ist, dass auch mal Verträge nicht verlängert werden. Eine Situation, die im Profigeschäft immer wieder vorkommt, jedes Jahr vorkommt. Von daher glaube ich nicht, dass das so eine große Rolle spielen wird. Ich glaube, ich hänge dieses ganze Derby-Thema da viel, viel höher dran. Es ist für Markus ein Derby, es ist für Jens Birkle ein Derby, es ist für beide Clubs ein Derby. Und da ist egal, wie, bei wem die Personalsituation ist. Es geht darum, alles auf der Platte zu lassen und das Spiel zu gewinnen. Noch eine letzte Frage, speziell jetzt zu Sebastian Heimann, der ja wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft stand und hoffentlich auch stehen wird in der Zukunft. Hat er denn mit dir oder mit euch gesprochen, wie er sich denn jetzt entscheiden wird? Sein Vertrag läuft aus, die Gerüchte werden immer nachhaltiger, dass er zu den Rhein-Neckar-Löwen wechseln wird. Es ist noch alles offen. Hat er denn signalisiert, dass er mit euch spricht oder spricht er mit euch gar nicht über dieses Thema? Also wir sprechen mit ihm relativ regelmäßig, wie vielleicht andere Vereine auch. Also das ist dann sicher auch kein Geheimnis, dass so ein Spieler Begehrlichkeiten weckt. Aber wir sind mit ihm im Kontakt. Nach meinem Kenntnisstand, und das ist auch seine Aussage, gibt es noch keine Entscheidung, gibt es noch keinen unterzeichneten Vertrag. Gehe aber jetzt mal davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis er da auch eine Entscheidung bekannt gibt. Und die werden wir dann, wenn sie da ist, logischerweise auch zeitnah mitteilen. Aber momentan, das ist zumindest mein Kenntnisstand, gibt es keine Zusage zu einem Verein und es gibt auch keine Unterschrift bei einem Verein. Hat da ein Wechsel stattgefunden bei euch im Gedankengang, dass ihr das mitteilen wird, dass ein Spieler Frischau verlässt? Das habt ihr früher nicht gemacht. Na doch, mitunter machen wir es schon. Also beim Rebi kann ich mich erinnern, haben wir es gemacht. In den Social-Media-Kanälen geben wir es schon bekannt, wenn sich ein Spieler entscheidet, dass er geht, wenn es denn dann fix ist. Ja, aber noch ist er ja bei uns und vielleicht bleibt das auch. Die Hoffnung stirbt zuletzt und jetzt warten wir mal die Entscheidung ab. Ich sehe das Nicken. Okay, Rama, dann war es das. Vielen, vielen Dank für die Fragen. Dann die Herren nochmal von mir Dankeschön fürs heutige Mediengespräch an euch hier oben. Viel Erfolg von Donnerstag. Freuen wir uns auf den Derby. Ja, das müssen wir gewinnen. Ich liebe Derbys. 3.500 Tickets, das sind mir bisher noch ein bisschen zu wenig Zuschauer. Da wollen wir schon noch ein bisschen mehr. Wir brauchen eine volle Hölle Süd. Es hat gegen Hannover so viel Spaß gemacht. Die Leistung wie gegen Hannover. Noch ein paar mehr Zuschauer und dann wird es was. Und Sie sind dann dabei am Donnerstag ab 19 Uhr. Und wenn nicht, gibt es ab 18 Uhr wieder die Spieltagsshow. In diesem Sinne, schönen Tag noch, gute Vorbereitung und wir sehen uns am Donnerstag. Die Pressekonferenz von Frisch auf Göppingen wird Ihnen präsentiert von TeamViewer. Sicher, skalierbar, leistungsstark.